Bowser ist wieder ganz der Alte. Ein paar Runden auf dem Laufband und der Speck ist weg. Okay, hier ist eine Art Mine, auf jeden Fall ein Labyrinth. Da bin ich ja runtergestürzt, hab da auch irgendwas gezündet. Keine Ahnung, was es eigentlich bringt. Ich gehe jetzt mal an diese Röhre in der Hoffnung, dass es was bringt. In der Tat. Ach nein, ich kann die nicht entzünden. Hä? Oh je, da muss ich ein bisschen auf Verdacht hier versuchen, was zu erreichen. Also das stürzt doch ein, oder? Nee, da vorne ist es eingestürzt. Ich kann aber das hier. Vielleicht sollte ich schon versuchen, das weiter zu tun. Nayako. Hier war ich auch bei der Chuck-Route. Das führt einen nur zurück. Verwirrend. Was wollen Sie hier von einem? Ich habe zwar noch nicht nachgeschaut, aber ich versuche noch ein bisschen selbst auf den Lösungsweg zu kommen. Ich habe ja auch mehr davon schon erblickt, von diesen wackeligen Konstruktionen, aber ich kann damit auch noch nicht viel anfangen. Moment. Ja, das geht nicht. Ich dachte an die Bombe oben eventuell. Vielleicht muss ich mich hier irgendwo links halten. Ich habe ja versucht, das mich rechts zu halten, aber da geht es auch nirgends entlang. Da hoch, das konnte ich auch schon. Wenn sich hier irgendwas in den Weg stellen könnte. Jetzt mal zum Mitschreiben. Hier bekommt man Bomben. Ach! Wie wäre es denn so? Na du helles Köpfchen, wie geht's dir heute? Nicht ganz. Gut, daran hätte man denken können. Okay. Ich bin selbst drauf gekommen. Es waren jetzt nicht die Kommentare, die bestimmt die Antwort wussten und sich aufgeregt haben. Aber ich habe noch nicht daran gedacht, dass es keinen anderen Weg gibt. Wisst ihr? Ich dachte, ich habe da vielleicht noch was zu tun und da geht es später weiter aus Gründen. Ja, insofern ich dann. Jetzt ist auch das da, wo wir das gesehen haben. Ist es am Ende eine Abkürzung? Bestimmt und sicherlich. Pass auf. Kannst du mal sehen. Wir können also vom Start hier hin. Und es gibt wieder einen dieser, naja, wie soll man die nennen? Kohle-Gumbas. Schornstein-Gumbas. Ich guck mal, wie er wirklich heißt. Mit den Kohle-Ameisen. Auf dem anderen Bildschirm sehen wir, was wir ausführen müssen. Jetzt angerannt. Und zack. Auf die Ärmel. Wir saugen. Ich wollte erstmal gucken, wie er heißt. Kessel-Gumba. Interessant. Meinten schon manche in den Kommentaren. Ich soll doch mal immer die Gegnernamen vorlesen. Habt ihr recht, sollte ich mehr darauf achten. Wobei andere sagen auch, der Let's Play Markus, der liest nie Kommentare, der labert nur. Ich lese, auch wenn ich nicht auf alles antworte und auch nicht alles herze. Es gab eine Zeit, da habe ich quasi das Herz. Fast. Das Herzzeichen auf YouTube so genommen, als ich lese es. Dass ihr wahrnehmen könnt, dass ich das gelesen habe, aber dann haben sich andere wieder. Warum bin ich so schlecht? Haben sich andere wieder. Ja, ungerecht behandelt gefühlt und so weiter und so fort. Wie das manchmal ist, die Missgunst auf YouTube auch unter Zuschauern vertreten. Aber wie dem auch sei, ich fühle mich da frei und gebe Leuten Kommentare, die in meinen Augen gute Tipps geschrieben haben. Oder vor allen Dingen die Leute, die Tipps geschrieben haben und dann hinterher sich denken, ja, aber du liest es ja eh nicht. Den gebe ich ein Herz, damit die wissen, ich habe deinen Tipp zur Kenntnis genommen und versuche ihn umzusetzen. Gerade bei Blind Games wie diesem Abenteuer ist das sinnvoll. Man kann sich auch aussuchen, ob man gegen den Kessel Gumba kämpfen möchte. In voller Pracht. Oder er die Kohleameisen absorbieren möchte. Jetzt macht es auch mehr Sinn, dass dem ins Maul springt. Wenn er der Kessel ist und die Ameisen die Kohle,
if you know what I mean. War noch ein schönes Toll dabei. Dann macht er nämlich mehr Angriffe, wenn die Kohlendinger in ihm drin sind. Kriegen wir auch mehr Zeichen angezeigt. Je nachdem. Das könnte ich das nächste Mal nochmal präsentieren. Habe ja schon angefangen, die Kämpfe zu schneiden, weil auch gerade dieser Kampf äußerst häufig vorkam. Alter, wir leveln übelst hier in der Mine. So, wo möchtet ihr denn noch was geben? Wie wär's mit Verteidigung? Ist gar nicht so gut. Ich glaube, Geschwindigkeit hast du verdient. Ja, das ist eine 5 möglich. Es ist Schicksal, auch wenn es weniger schick ist. So, auf jeden Fall. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Was soll ich hier? Wo führt mein Weg nicht mich noch hin? Warum sind da so viele Felsen? Warum liegt da Stroh rum? Echt mal, warum sind da die Felsen? Ich könnte, wenn ich irgendwo hochkomme, das vielleicht erreichen, aber... Ah, ich sehe Wege und Mittel. Wie ist denn das gedacht? So ist das gedacht. Upsi. Ist das der einzige Weg? Gucken wir gleich mal. Es war halt sehr auffällig. Monty Maulwürfe. Brüder, so geht das nicht weiter. Und zwar wörtlich. Wir brauchen mehr Energie für den Bohrer. Was zum... Okay, der Bohrer läuft jetzt auf voller Kraft, Bruder. So muss das sein, Bruder. Ich will hier fertig werden. Wir sind unaufhaltsam. Die Besten der Besten. So ein bisschen Dreck hält uns nicht auf, Brüder. Hey, was ist hier los? Bowser. Brüder, kurze Pause. Also, das mit dem Geheimtunnel läuft wie am Schnürchen. Geheimtunnel? Welcher Geheimtunnel? Ich meine, König Bowser, ihr wolltet doch einen Tunnel zum Pilzpalast. Das Tunnelprojekt, ihr habt das Projekt B genannt. Und ihr habt uns, die Monty Maulwurf-Brüder, mit dem Bau beauftragt. Ja, irgendwas war da. Aber ich sehe nicht, dass hier etwas gebaut wird. Ihr bewegt euch kein Stück voran. Ihr Faulpelze. Tut mir leid, Bruder. Wir sind fast schon in Toadtown, aber... Bruder, das Gestein hier ist echt hart. Da kommt nichts durch. Wartet mal, hier geht es nach Toadtown. Ja, Bruder. Einfach hier geradeaus weiter. Gut, dann los. Grab mir meinen Tunnel. Aber Bruder, das Gestein ist so hart. Nicht so fassen, ihr seid vielleicht Schergen. Dann mach ich's selber. Bist du dir da sicher, Bruder? Sieht nicht so aus. Viele neue Bereiche für Mario und Luigi. Ah, zur Abwechslung mal rohe Gewalt als Lösungsansatz. Im Fuß? Hüftgelenk? Energiekammer? Kraftkammerbeine? Ah! Ich mag keine Kraftkammern. Ich habe mich gefreut, dass die Armkraftkammer nicht mehr vorkommen soll. Und manche meinten daraufhin, ja, ich lese Kommentare, manche meinten darauf hin, es kommt noch ein viel schlimmeres Minispiel. Enttäuscht mich nicht. Was ist hier los? Vor allen Dingen das Becken. Wir müssen Bowsers Muskeln reizen, um noch mehr Kraft aus ihnen herauszukitzeln. Reicht das? Bestimmt nicht. Springen allein reicht nicht ganz aus. Drückt bei der Landung euren Knopf, um hart aufzustampfen. Ja, ist verständlich. Soll ich auch loslassen? Ah, ja, 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 ist klar, ist klar, ist klar. Oh mein Gott, das könnte übelst werden. Wenn es immer nur abwechselnd ist, dann ist es natürlich kein großes Problem, aber...
Wenn das immer random durchwechselt, das ist... Wer von euch beiden bei der Landung unten ist, muss seinen Knopf drücken. Mit dem richtigen Timing werden eure Sprünge höher und die Reize stärker. Also versucht, euren Knopf immer zur richtigen Zeit zu drücken. Tja, probieren wir's. Oh, sieht aus, als würdet ihr Bowsers Muskeln reizen, solange ihr den Knopf drückt. Vielleicht solltet ihr die Knöpfe drücken und halten? Wie ich eben auch schon getan habe. Bam! Wie lange halten? Nur so lang, wie es bitzelt, was? Also das ist jetzt nicht so schlimm, empfinde ich. Ich sehe keinen richtigen... What the fuck? Fortschritt, aber... Was war das denn jetzt? Galt das irgendwie als Fail oder als... du hast was erreicht? Ihr erlebt hier was, ey. Ah ja, verstehe. Das habe ich verdösbattelt. Das habe ich versemmelt. Bruder. Was war das? Er hat die Bora-Batterie aktiviert. Sie hält ungefähr 1 Minute 30 Sekunden. Wenn sie leer ist, müssen wir zurück und eine neue holen. Die sind echt teuer, Bruder. 50 Münzen pro Stück. Sieht aus, als würde Bowser die Sache in die Hand nehmen. Solange er es in 1 Minute 30 Sekunden nach Toadtown schafft. Solange muss es jetzt... Oh. Ja. Na toll. Geben wir unser Bestes. Das eben war nur Tutorial. Ich weiß nicht, wie lange ich das... Oh Mann! Das Timing für das Finale reicht mir halt noch nicht aus. Achtung! Okay. Aber wenn ich so auf dem Bildschirm sehe, wie weit der Bohrer ist, dann glaube ich, dass es zu schaffen ist. Bestimmt noch ein letztes Mal. Dann könnte es gepackt sein. Batterien 30 Sekunden leer. Kam natürlich zum rechten Zeitpunkt. Diese Anmerkung. Stress mich nicht. Ist geschafft? Also war es relativ unabhängig davon, ob wir diesen Doppelsprung schaffen. Das war halt nur hilfreich. Okay, cool. Mal eine Frage in die Kommis, der das geschrieben hat. War das das schwierigere Minispiel? Würde mich freuen. Andere nehmen das ja anders wahr. Absolut etwas übertrieben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube das allgemein. Weil manche, wo ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen zu früh gedrückt, haben dann trotzdem gezählt. Also da waren sie schon großzügig in der Verteilung, denke ich. Das hier ist also Toadtown. Bestimmt findet Bowser das Zeug, was vergraben ist, diesen finsteren Stern. Na gut, der Bohrer chillt da ab. Warum kann ich hier rein? Ich hätte mich erstmal umschauen sollen. Fragezeichen. Kein Zutritt, kein Zutritt, raus hier. Kein Zutritt, raus hier. Was soll der Lärm? Kein Zutritt, raus hier. Ich wiederhole mich nochmal ungern. Eieieiei. Oh, fuck. Der hat echt Probleme. Was geschieht da? Hey, alles in Ordnung bei dir? Er ist mal wieder bewusstlos, du kennst es ja. Ich frag mich, was los ist. Wir sollten uns besser mal umsehen.
Oh, wir kriegen nicht gesagt, wo wir hin müssen. Kraftkammer Magen, Kraftkammer Schweif. Doch, da oben. Röhrenbahnhof. Ja, hier ist definitiv was kaputt. Toadbert! Oh, das ist ja Mario! Dieser Schock eben hat weitere Passagen in Bowsers Körper geöffnet. Schau dir das an. Was genau? In dieser Kammer befinden sich die Röhren, die Bowser verschluckt hat. Richtig! Die Röhren hier scheinen ins Pilzkönigreich zu führen. Durch sie können wir nach draußen gelangen. Schnell in diese Röhre. Naja, ich weiß ja, dass ich Toadbert trauen kann, aber ich gucke mich trotzdem um. Als ob das mich jetzt direkt ins Pilzkönigreich führt. Die Röhren sind magisch. Let's try it out. Anscheinend. Wir sind dort, wo Bowser war. Endlich haben wir einen Weg aus Bowsers Körper gefunden. Das ist so bescheuert. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich erwarte nicht viel Logik in Mario-Spielen, aber das! Lass die doch einfach auskacken. In Zusammen durch die Zeit waren wir auch in dem Körper von dem riesigen Vieh da. Und da wurde man ja auch, hat man den natürlichen Weg nach draußen gefunden. Eine Röhre. Alter, wie dumm. Oh. Das ist halt wirklich nur einfach so, ich sag mal, dass Röhren magisch sind. Und ja, machen wir einfach weiter. Aber wo sind wir jetzt? Irgendwo unter der Erde? Oh. Ja, Toadtown. Ach, das sind die Toadtown-Höhlen? Wirklich, du kennst dich hier besser aus als ich. Das erinnert mich an etwas. Prinzessin Peachs Geschichte. Der Finsterstern unter Toadtown. Hört ihr das? Krankfried muss hier sein. Was für ein Schlamassel. Krankfried hat die Prinzessin entführt. Aber er sucht nach dem Finsterstern. Wir müssen den Finsterstern vor ihm finden. Wenn ihr euch verlauft, seht einfach auf der Karte nach. Auf geht's. Das geht mit Select. Ah, ja, ja, ja. Oh. Und da ist Bowser. Ja gut, ich save erstmal. Kann ich denn mich eigentlich schon in den Boden bohren? Ich bin mir sicher, das geht noch nicht. Wir können zwar das hier machen, aber jetzt fehlt mir der Move, damit das zum Bohren geht, ne? Wegen dem Bohnen hier. Das wird noch ein Spaß. Wir haben noch keine einzige Bohne im Spiel, ey. Okay. Neue Gegner, dicke runde Hühner. Let the go! Toll, Schnäuzer. Achso, das sind Schnurrbärte unten, als Füße. Von dem Geflügel da. Okay. Man sieht, wo er die Luft saugt. Und da... Achso, beide auch noch. Krass. Ich spring einfach immer mit bei, da muss ich gar nicht drauf achten. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt. Warte, ein bisschen. Geht nicht? Ach, da fehlt noch ein kleines bisschen. Jetzt kann ich. Dass ich die Sprung, die normalen Sprünge nicht mehr perfekt schaffe. Jetzt hat es perfekt geklappt, aber dass ich es manchmal nicht perfekt schaffe, liegt halt echt an diesem komischen Lag. Wie arbeiten die denn jetzt zusammen? Was soll ich nur tun? So früh. Und der will Ärger. Die werden auch noch zu roten. Dumme Pute! Jetzt nur mit beiden gesprungen, weil ich nicht ganz identifizieren konnte. Aber die pupsen nur noch Luigi an. Ach, weil die auch die entsprechende Farbe haben, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bleib einfach auf der Hut. Ein Kamm, so nennt man das bei Hähnen. Da wechselt der Kamm seine Farbe.
rot und blau. Rote Kämme kenne ich aus der Natur. Ich habe noch nie einen Hahn oder irgendetwas Vergleichbares mit einem grünen Kamm gesehen. Vielleicht bin ich einfach nur nicht, keine Ahnung, hahnkundig? So, ja, zwei Level-Ups, goodie. Was darf's denn diesmal sein? Wieder ein bisschen Angriff, ne? Maximal 4. Das fällt raus. Ja, Geschwindigkeit. Bart. Gönn dir Geschwindigkeit. Komm, hau rein! 4, 5, 6, 1. Ach, es ist so unglaublich. Bitte, ich muss erstmal sagen, Daumen hoch. Ja? Nicht, weil das so geil ist, sondern zur Unterstützung, zur moralischen Unterstützung, weil ich immer, gefühlt, immer wieder die verdammte 1 kriege, obwohl ich penibel gucke, wo die höchsten Zahlen möglich sind. Es ist doch zum Verzweifeln. Ich finde es ja auch eher lustig, aber es ist irgendwo unglaublich. Ist ja auch hier ist... Nee, der Bart. Ich mache noch ein bisschen Bart. Fuck. Ey, da soll mir keine Beleidigung rausrutschen, oder was? Wenn ich Luschi wäre, ich könnte auch safe staten, weißt du? Und dann so lange machen... Aber da würde ich auch nur immer die 1 kriegen. So, da soll ich nicht hin. Kein Bock auf einen weiteren Hühnerkampf. Die sind ein bisschen lästig. Da geht's lang, aber hier komme ich dahin, wo Bowser eben war. Dachte ich. Ach so. Okay. Da haben wir ihn. Oh, Bowser. Irgendwie seltsam. Gerade waren wir noch in seinem Körper unterwegs. Ich frage mich, was ihn wohl außer Gefecht gesetzt hat. Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier, verschwindet man. Ich sag's nicht nochmal. So, jetzt wisst ihr, was ihn außer Gefecht gesetzt hat. Holt ihn doch einfach mal da weg. Ein Sicherheitssystem. Wenn wir dahin durchlaufen, enden wir wie Bowser. Wir sollten nach einem anderen Weg suchen. Hauptsache ihn nochmal gegrillt. Okay, da geht's also nicht weiter. Und nach Toad Town ebenfalls nicht. Also da kam der Bohrer her. Ja, ist in Ordnung. Upsi. Die wunderbare Karte auf dem unteren Bildschirm hilft uns ja eigentlich ganz gut weiter. Komm ich da hochgejumpt? Ja klar, denn Mario und Luigi können jumpen. Nicht wie Bowser. Also der konnte auch nirgendwo anders hin. Verstehe. Wir können aber, und zwar genau hier hin. Da suchen wir uns, wie ihr auf der Karte sehen könnt, einen Alternativweg dahin, denke ich mal, wo diese orangene Röhre hinführt. Hinführen würde. Aber erst im nächsten Part machen wir weiter mit neuen Gegnern und etc. pp. Ja, Mitleidsdaumen, wie gesagt, für die ganzen Plus 1 und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!